Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Bus Simulator 18er Video. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast und heute haben wir oder nehmen uns wieder die Hilfe unseres guten Freundes, dem Random Number Generator, und wir haben wieder 1 von 29. Wir haben 29 Linien. Wir nehmen Linie 4, eine der ältesten Strecken. Als Gutes, ich brauche gar nicht über diesen Number Generator quasi irgendwie die Zahlen mit aufschreiben, notieren, whatever. Wir fahren von der Südspeiche einmal hier zum Fischgrund. Ne, Moment, wir fahren nochmal zur Südspeiche. Wir fahren von der Ostspeiche zur Südspeiche. Oh, kleines Ründchen. Wir fahren von hier einmal hier rum und dann wieder zurück. Das Ganze Nummer 4 in der. Wir nehmen jetzt wieder mal den MAN, den MAN A37. Den MAN 9 City A37. Das Ganze wieder stinknormal, ohne Loop, einfach nur die Strecke fahren. Ich würde auch fast sagen, dass wir nicht nur Asse nehmen, sondern auch. Ich glaube, Profis müssten das sein. Einfach aus dem Grund, weil. Oh, es regnet. Einfach aus dem Grund, weil. Zumindest wenn es nicht der letzte ist. Wenn wir jetzt beim fünften sind, dann. Beim vierten und beim fünften würde ich schon was sagen. Nehmen wir nur noch Ass und davor können wir Profi nehmen, weil der levelt sich ja noch. Und bis wir dann halt einen Ass haben, haben wir dann die anderen Profis halt auch aus einem Ass-Level wahrscheinlich gepusht. Was ich ein bisschen interessant finde, seit dem neuesten Streamlabs OBS-Update ist auch bei Streamlabs OBS die CPU mittlerweile jetzt um 7% höher als vorher. Ganz merkwürdig. Wenn er mich fragt, wo ist es wieder gesunken? Bei mir kann es ja eigentlich mehr oder weniger egal sein. Das lösen wir. Tempomat rein. Scheibenwischer war das nicht. Das war der Scheibenwischer von Dingens, von Train Sim World 2. Dann ab zur Ostspeiche. Also im Regen sieht das auch schon nice aus hier so, ne? Das kann man auch nicht anders sagen. Rüber, wunderbar. Nächster Halt, Ostspeiche. Ich brauche mehrere Fahrkarten. Mehrere Tagesfahrkarten. Ich hätte mir auch was einstecken können vorher, aber gut. Danke. Zu spät. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Danke. Was? Ach so, oh, klar. Oh. Tut mir leid, ich muss sie verloren. Tja, das kostet dann umso mehr. Selber schuld, dann geht's ab zur Westspeiche rüber. Wir sind ja eigentlich auf einer Vorfahrt-Gewährenstraße, obwohl wir eigentlich mehr oder weniger Vorfahrt haben. Für mich, für meine Verständnis. Will niemand rein und niemand raus, umso besser.
Dann können wir ja auch fast direkt weiter. Haben wir schon mit einer der längeren Abschnitte, die wir jetzt zurückzulegen haben, auf dieser Strecke. Da wieder über die Landstraße, wo wir dann wieder mit Fernlicht fahren können, weil es halt regnet. Und ich werde auch die Schlaglöcher sehen. Oh Mist, ich habe vergessen, fürs Abendessen einzukaufen. Naja, dann gibt's eben Pizza. Erstmal der Disrespect gegen Pizza. Soweit. Hier muss ich raus. Ich bezweifle, dass du hier raus musst. Und wenn doch, dann erzähl mir mal, was hier so Feines ist, dass man hier raus muss. Genau hier. War schon super früh. In Siegwalden. Uiuiui, Lido. Da. Genau pünktlich. Es war gerade etwas merkwürdig, aber die Festplatte ist einfach ein bisschen hochgeschnellt. 1, 2, 3, 4. Na klar. Hier. Hier, bitte. Oh nein, ich hab sie vergessen. Oh nein, bastet. Schon den nächsten wieder gebastet. Dann dürfte ich noch eineinhalb Minuten noch warten. Das ist der Wahnsinn. Da habe ich ja genügend Zeit, mir noch was zu trinken einzuschenken. Dann wollen wir mal weiter. Nächster Halt, Schienenlegerstraße. Sehr schön mit Fernlicht hier durch. Rechen. Gesundheit. Dann sollten wir es auch bald erreicht haben. Oh, hä? Okay. Irgendwie gerade ein Lost Moment erwischt gehabt, wo jetzt. Mal die Aussicht am Hafen ansehen. Einfach mal random was komisches, falsches gesagt habe. Keine Ahnung, wo es herkam. Ergibt doch gar keinen Sinn. Ich habe gestern Shampoo gekauft. Ah ja. Und jetzt sind wir auch in Seaside Valley. Wir sind auch schon fast bei der Schienenlegerstraße, aber zeitlich gesehen sind wir echt super gut dabei. Na, will da jemand rüber? Okay, nein. Sah erst noch so aus. Ich hätte diesen Burrito nicht essen sollen. Nächster Halt, Schienenlegerstraße. Wir wollen alle raus und keiner wird rein, glaube ich, ne? Na, oder doch. Von rein. Ich brauche eine Fahrkarte. Ja, Moment. Hier, bitte. Bevor ich die Herren da hinten vergesse. Der gute Herr hier, der zieht ja auch ein Ticket.
Danke. Dann weiter im Text. Zur Arbeitergasse. Wieder schön hier am Hafen, genau, am Bahnhof vorbei. Beinahe den Speedbump übersehen. Ich finde es schön, dass einfach die KIM auch entgegenfährt automatisch. Ich bin mal gespannt, da man das Ganze ja, da es ja zum einen Zeit gibt im neuen Teil, bin ich mal gespannt, wie man das Ganze dann timen kann. Also man kann ja das so ein bisschen quasi in gewisser Weise kann man ja das ja planen, dass beispielsweise jetzt zu Stoßzeiten dann mehr Verkehr auf einer bestimmten Linie ist, weil da mehr Bedarf ist. Aber das wird noch sehr interessant. Also es wird noch viel interessanter als dieser Teil. Also hier ist ja viel mit Fahren dabei, aber im anderen Teil kommt man natürlich noch. Sie blockieren die Tür. Im anderen Teil, im neuen Teil, da. Na klar. Kommt dann ja so gesehen noch die organisatorische und Management-Sache noch viel mehr mit rein. Kommt noch viel höhere Gewichtung, was das Ganze dann natürlich noch viel spannender macht. Einfach aus dem Grund, nicht nur weil man viel mehr machen kann, sondern weil man auch viel mehr Fehler machen kann. Alles wird jetzt schon geil. Auch der Aspekt, dass man zum Teil bedenken muss, dass manche Busse gar nicht das Feature haben, dass die für dass die halt behindertengerecht sind und so. Also das macht das Ganze halt dann noch viel, viel taktischer. Weil die einzige Taktik, die man ja quasi jetzt... Oh. Die einzige Taktik, die wir ja quasi jetzt haben, ist, dass wir eigentlich uns nur diese Missionstaktiken, wobei, nee, Moment, prinzipiell gesehen haben wir die einzige Strukturtaktik, die wir quasi haben, es sei denn, ich vergesse da jetzt gerade eine, ist ja die, dass wir den Punkt der Übersättigung von Bushaltestellen haben. Sprich, dass sie halt bei Level 11 nur 11 Busse dort halten können und so weiter. Das ist ja prinzipiell der einzige taktische Aspekt, den man jetzt hier haben kann, um quasi die Linien quasi effizient zu haben. Ne? Also um die maximale Effizienz pro Linie jetzt hier rauszufahren, müsste man jede Linie, also jede Haltestelle von den Linien aufs maximale Level pushen, um dann ja im Idealfall die exakte Menge an Bussen mit Fahrern zur Verfügung stellen. Also das ist ja prinzipiell so gerade die Taktik dahinter, wie man eigentlich nur fahren kann und sich halt nebenbei halt die Mission quasi die Tasks der Mission erarbeitet. Bist du Freitag mit Zeit zu sehr gewählt? Nein, tut mir leid. Ich muss Samstag arbeiten. Aber da können wir uns auf alle Fälle sehr, sehr aus Jahr 2021 freuen, dass wir da jede Menge noch zu tun haben werden.
Ich bin auch sehr gespannt auf Angel Shores, auch auf den neuen Busse dort. Es wurden ja schon einige vorgestellt. Auch auch der Iveco Urban Way wurde nochmal vorgestellt für... Ich habe meinen Mann endlich überredet, Winter der Leidenschaft zu gucken. 2021. Jetzt ist er ein größerer Fan aus sich. Ich hätte nie gedacht, dass die Hansen das Dinger verbannt sind. Ja, ich auch nicht. Das hat mich total umgehauen. Gestern das Konzert im alten Sägewerk gesehen? Die haben mir echt mal gerockt. Dann sind wir jetzt auch gleich bei der Südschleiche angelangt. Da fahren wir noch kurz zurück zum Depot und haben wir diese Tour auch schon wieder hinter uns. Ah nein, noch nicht hier. Das war noch wieder knappes Ding. Eieiei, das war auch eine enge Kiste. Südspeicher, Endstation. Bitte alle aussteigen. Sehr pünktlich, danke. Gern geschehen. Wunderbar, alle draußen. Dann geht's ab zum Depot zurück. Und dann, beziehungsweise bei der Busgarage, wie es ja hier heißt. Ich denke mal, dass wir auch zu Beginn des Jahres, hoffe ich mal, dass wir das bis dahin, also ich bis dahin dann hier alle Missionen durch habe. Da muss ich allerdings mich auch ein bisschen ranhalten, dass ich wirklich jeden Dienstag und Freitag dann 2 Videos rausbekomme. Dann muss ich dann auch bei anderen Projekten mal ein bisschen mehr in den Hintern beißen. Wie bei dem Projekt, an dem ich jetzt gerade noch sitze, wo ich 3,5 Stunden Material runterschneide. Was zwar immer noch dann ewig lang sein wird, das Video. Also ich vermute mal, es wird so ein 2-Stunden-Video oder so, aber... Bei 2 Stunden ist wahrscheinlich noch sehr... doch, so 2 Stunden 15 könnte es lang werden. Ich weiß selber noch nicht genau. Aber da werde ich mir für den nächsten Teil, an dem ich quasi auch schon sitzen könnte, da werde ich mir auch so einen Hintern beißen, dass ich da auch direkt jeden Schnipsel direkt nach Aufnahme schon verschiebe. Nicht nur verschiebe, sondern auch direkt bearbeite. Oder es halt so mache, wenn ich dann noch nachvertone, dass ich dann das am nächsten Tag dann quasi, oder zumindest für die Nachvertonung am nächsten Tage vorbereite. Einfach, dass ich dann auch wirklich das zeitnah rausbringen kann, weil mittlerweile ist auch ein Monat vergangen. Das hätte eigentlich schon vom Monat rauskommen können. Beziehungsweise eher sollen, oder wäre optimaler gewesen, muss man so zu formulieren, aber... Da war ich leider viel zu lange nach dem Motto, zu viel. Es dauert Ewigkeiten, bis ich da fertig bin. Mache ich morgen. Ja, von einem Monat später sitzen wir jetzt hier. So, Tür auf, Motor aus. Bevor ich das wieder vergesse. Müll Nummer 1, Müll Nummer 2. Ausgezeichnet, wunderbar. Schienenlegerstraße nochmal gelevelt, 5 Sterne. Ein bisschen mehr, 10.776, was das Level, also ein bisschen mehr, was das Level betrifft. War eine super Tour. Ja, wir sind also ein bisschen drunter, aber ganz ehrlich, wir verdienen alle 2 Wochen 1 Million, also pff. Und
wir geben das Geld gar nicht wirklich aus. Von daher, ein Geselle ist aber zu wenig. Wir brauchen dann, glaube ich, schon einen Profi. Ah, ist echt belastend. Ja, in dem Sinne bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, dass ich dir im nächsten Bus-Simulator 18 Video wieder, wo wir dann wieder per Zufallsgenerator eine weitere Linie fahren werden, in der Hoffnung, dass wir endlich mal wieder ein verdammtes Ass bekommen, damit wir endlich mal hier mit der letzten Task von dem aktuellen Ziel, vom Sightseeing-Ziel, weitermachen können, oder es verenden können. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ja, da war ich schon. Bis zum nächsten Video von Bus-Simulator 18.